Er verkörperte den berühmtesten Kindermörder der Filmgeschichte, brillierte für Bertolt Brecht auf der Bühne und wurde in Hollywood zu einer visuellen Ikone des Bösen. Der Schauspieler Peter Lorre. In Berlin in den 1930er Jahren feierte seine größten Erfolge auf der Bühne wie im Film. Wir holen ihn zurück nach Berlin auf die Leinwand des Zeughauskinos im Deutschen Historischen Museum mit unserer Filmreihe Das Gesicht hinter der Maske, Hommage an den Schauspieler Peter Lorre. Zwischen 1929 und 1964 hat Lorre in mehr als 80 Kinofilmen mitgespielt. Knapp die Hälfte davon werden wir hier zeigen, und zwar ausschließlich als analoge Filmkopien. Natürlich sind all die Klassiker dabei, Casablanca, Arsen und Spitzenhäubchen, die Mr. Moto-Filme, The Maltese Falcon, Lorres einzige Regiearbeit, Der Verlorene, und natürlich M von Fritz Lang, die Rolle des Kindermörders, mit der Lorre die Blaupause für seine gesamte Kinokarriere legte, eine Darstellung so unsterblich, dass er ihrem Schatten nie wieder entkommen konnte. Die Rolle von M, der Mörder, verfolgte ihn nach Hollywood. Lorre spielte dort alle Facetten des Bösen, den Gangster, den Mörder, den Psychopathen, den verrückten Wissenschaftler, den Spitzel, den Denunzianten und natürlich auch den Nazi. In großartigen Rollen, großartigen Filmen wie Strange Cargo, The Beast with Five Fingers, All Through the Night, Black Angel, The Chase oder The Cross of Lorraine. Aber ganz im Sinne unseres Eröffnungsfilms, The Face Behind the Mask, von dem wir uns auch den Titel für unsere Retrospektive geliehen haben, möchten wir einen Blick hinter die sprichwörtliche Maske des Bösen werfen, auf die Person Peter Lorre, aber auch auf den extrem vielseitigen Schauspieler. Gleich zur Eröffnung zeigen wir Privataufnahmen von Lorre aus dem Nachlass seines langjährigen Freundes Bertolt Brecht. Im August gibt es dann die einzigen Filmaufnahmen einer Brecht-Inszenierung aus der Weimarer Republik zu sehen, mit Lorre in der Hauptrolle. Es gibt den Komödianten Lorre zu entdecken in seiner einzigen erhaltenen Stummfilmrolle im österreichischen Stummfilm Die verschwundene Frau. In den Weimarer Tonfilmkomödien Die Koffer des Herrn O.F. und Was Frauen träumen, an der Seite von Erich von Stroheim in I Was an Adventurous, als tanzender sowjetischer Funktionär im Musical Silk Stockings, als Rabe in der Roger Corman-Horrorkomödie The Raven an der Seite von Vincent Price und Boris Karloff und in The Patsy, seiner letzten Rolle unter der Regie und an der Seite von Jerry Lewis. 38 Spielfilme werden wir bis Ende September hier zeigen, dazu Zeichentrickfilme, die einen animierten Lorre an der Seite von Bugs Bunny und Daffy Duck zeigen und den Dokumentarfilm Peter Lorre, das doppelte Gesicht von Felix Hofmann und Harun Farocki. In Harun Farockis Nachlass fand sich kürzlich eine Arbeitskopie eines Interviews mit der Schauspielerin Gisela Trove, die in Der Verlorene eine Prostituierte spielt, die als einzige den von Lorre verkörperten Todmacher erkennt. Dieses Interview wurde damals gedreht, aber nicht im Film verwendet. Es wurde jetzt digitalisiert und wird nun erstmals in unserer Retrospektive öffentlich zu sehen sein. Den Wortlaut des Interviews haben wir abgedruckt in unserer Begleitpublikation. Ergänzt um Erinnerungen von Co-Regisseur Felix Hofmann. Dazu haben wir Texte versammelt von Peter Nau, Stefanie Mathilde Frank, Gerd Gemünden, Christoph Fuchs, Michael Omaster, Brigitte Meyer und Volker Pandenburg, die allesamt auch Gäste der Retrospektive sein werden. Lorre hat meist Nebenrollen gespielt und dazu gibt es ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat. Lorre hat einmal gesagt: Ich möchte lieber ein kleiner Schauspieler sein, der kleine Rollen groß spielt, als ein großer Schauspieler, der große Rollen klein spielt. Das werden wir hier in den nächsten Wochen auf der Leinwand erleben können. Ich freue mich drauf. Bis bald.